So, hallo. Ich installiere gerade das Spiel Der Clou auf Festplatte, diesmal unter Amiga OS 3.9. Und los geht's. Hier seht ihr gerade den Installationsbildschirm. Das ist der dritte Versuch, dass ich nun dieses Spiel versuche zu spielen, zum ersten Mal unter DOS-Box. Dann unter WinUAE und jetzt unter WinUAE mit Festplatte. In der Hoffnung, dass es jetzt nicht abstürzt und ich es flüssig durchspielen kann mit Speicherständen, die auf Festplatte sich speichern. Ja, und wenn ich das von HDD spiele, müsste es auch flüssiger und schneller funktionieren. Ich hoffe nicht zu schnell. Bin ich ja mal gespannt, ob das klappt nach der Installation. Eigentlich müsste es. Hier oben seht ihr die Diskette 1, da 2, da 3, da 4. Und der Installer liegt auf Diskette 3. Nee, auf Diskette 1. Sorry. Auf Diskette 1 ist der Installer. Da drückt man doppelt drauf, wählt dann die Harddisk aus. Ich habe dann den Unterordner Spiele. Und dann installiert er das in Harddisk Spiele rein. Wir sind jetzt bei 40%. Kann sich nur noch um Stunden handeln, aber so seht ihr mal, wie man ein Amiga-Spiel auf Festplatte installiert. Mal was ganz Neues, mal ohne Ton. Ton gibt es dann im Spiel genügend, deswegen gehe ich jetzt hier nochmal raus aus dem Spiel und aus der Festplatte, aus der WinUAE-Session und spiele euch mal kurz mein aktuelles Lieblingslied ein, das bisher noch nicht gesperrt wurde. Hans, du hast ja reichlich viele Leute heute zum Frühstück mitgebracht. Naja, die Haha, Jugendherberge reichlich war viele schon Leute. zu, habe ich sie mitgebracht eben, ja. Habe ich sie mitgebracht eben. Sag mal, schmeckt dir der Kaffee? Er ist ein bisschen dünn, finde ich, aber der Kaffee, den du machst, ist ja sowieso ein Witz. Ja, dann lach doch. Harry, wie möchtest du dein Ei? Möglichst schnell, bitte. Mutter! Ja? Mutter, ich kann nicht sehen, wie du dich abschuftest. Mach doch die Küchentür zu. Also ihr könnt euch ja vorstellen, dass bei der Installation keine Musik dabei ist. Ich habe die jetzt nur mal manuell hinzugefügt, damit es nicht ganz so langweilig ist. Wir nehmen uns ein nasses Handtuch und stellen uns vor den Spiegel. Dann nehmen wir die linke Fußspitze und führen sie in locker kreisender Bewegung zum rechten Nasenflügel. So entstehen Stunden später. Nun die rechte Fußspitze an den linken Nasenflügel, aber immer locker kreisen. So, war doch gar nicht so schwer. Nun führen wir den linken Arm durch die Beinschere am Nacken vorbei zwischen die Schulterblätter. Dort und liegen morgen das. Erkläre ich euch, wie man den Hand, Knoten wieder löst. Einen Medizinball locker auftippen und eins und und morgen, meine Damen und Herren, morgen verrate ich Ihnen die Auflösung des Knotens. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Ei, etwas Marmelade, etwas Konfitüre. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Ei, etwas Marmelade, etwas Konfitüre. Jo, damit haben wir es auch gleich geschafft. Wir sind zwar immer noch auf 60%, aber jetzt müsst ihr gleich auf 80% und dann auf 100% umspringen. Und dann geht das Spiel los, hoffentlich. Noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Ei. Lalalalalala. Schmeiß doch mal die Butter rüber. Ja. So. Immer noch 60%, das gibt's ja nicht. Es gibt ja ein langweiliges Let's Play. Was ist jetzt? Die Installation wurde abgeschlossen. Bitte entfernen Sie alle Disketten aus den Laufwerken, bevor Sie das Spiel starten. Okay. Also F12, Steam ist abgeschaltet. Gibt auch diesmal keine Screenshots. Und weg sind die Disketten. Spiele. Da in der Mitte ist es. Spiel starten. Ich mache hier mal ein
fixieren alles. Somit ist das Fenster gespeichert von der Größe. Und jetzt kommt Passwortabfrage. Ja, also schlage ich mal mein Passwort auf. Mein Handbuch. Was haben wir da? Seite 46, Zeile 2. Wort 3 ist Punkt. Punkt heißt das Wort. Nee, eben nicht. Sich. Einfach nur sich. Und damit geht's los. Neues Spiel starten. Da wir ja keinen alten Save-Stand haben und eben gerade erst installiert haben, müssen wir ein neues Spiel starten. Tja, ich kann hier drauf drücken, wie ich will. Und es geht mal wieder überhaupt gar nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Altes Spiel fortsetzen geht nicht. Neues Spiel starten geht nicht. Mit Return geht's. Na, immerhin. Spielen wir mit Return. Ja, genau, auf diesen heute verschlissenen Marmorfliesen begann meine Geschichte vor 41 Jahren. Damals wollte man den Zweiten Weltkrieg mit all dem Elend, den Entbehrungen und seinen Toten endlich vergessen. Und so weiter und so fort. Ich tippe mal durch. Return. Oh, hier mit den Pfeiltasten geht es ja viel besser. Wunderbar. So. Hier gibt's nichts zu sehen, außer Taxi rufen und dann sind wir der einmillionste Fahrgast. Tatsächlich, da ist es. Da ich dieses Spiel jetzt zum dritten Mal anfange, weiß ich auch, wo ich hinzugehen habe. Und zwar in die wo muss ich denn hin? Holland Street? Reden? Ich muss doch zur Polizeistation. Und wie komme ich da jetzt nochmal hin? Oh Mann, geht das schon wieder los. Gehen. Hier gibt es nur Ugly Dog Hotel. Da kriegt man erstmal kein Zimmer, weil wir nicht genügend Geld haben. Das Geld bekommt man auf der Polizeistation. Die Polizeistation ist eigentlich in einer anderen Straße. Dann gehe ich einfach erstmal in das Fat Man's Pub. Reden. Richard Doll. Und da bekomme ich ein Willkommensgetränk. Whisky, Wodka oder Bier. Was ist mit Bier vom Kontinent? Ich hätte einen Job, wir sind zu zweit, 79%. Okay, ich melde mich, soweit es etwas Neues gibt. Guten Tag, sagt er, dann reden wir mal mit dem Frank Manoja. Der will eh 90%, Achtung. Ja, 90% von der Beute. Ich melde mich. Taxi rufen. Die dritte Straße gibt es immer noch nicht. Unglaublich. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie man zur Polizeistation kommt. Es ist ja hier. Erstmal ins Hotel gehen. Ich hätte gerne ein Zimmer. Sie müssen das im Voraus bezahlen. Ich habe aber kein Geld, weil es mir gestohlen wurde. Vielleicht kommen wir jetzt in die andere Straße. Ja, jetzt ist die andere Straße freigeschaltet. Watling Street. Und hier müsste es eigentlich... Da ist sie, die Polizeistation. Also, bei dreimal Spielen weiß man langsam, was man zu tun hat. Auch wenn ich am Anfang wieder ein bisschen gestockt habe. Ich möchte Anzeige erstatten.
und ich bekomme 10 Pfund, weil der Polizeibeamte meint, Gerechtigkeit, wunderbar. Und zurück geht's in die Holland Street, in das Ugly Dog Hotel. Und schon bekommen wir Zimmer 8. Dann ruft er seine Mami an. Und im Anschluss müssen wir direkt ins Fatman's Pub. Da wartet nämlich der da auf uns. Und wir nehmen den Deal an und kriegen einen Fiat Topolino 1940 aus Italien. Also, wie ihr seht, das geht alles ratzfatz hier. Die Festplattenversion geht ziemlich schnell. Hier kann man tippen auf den Pfeiltasten, hoch, runter, rechts, links. Geht super gut. Jetzt brauchen wir nur noch einen, der uns fährt. Der John Gludo vielleicht nicht, weil das nämlich eher eine... Ja, Inspektor. Und wenn wir einen Beruf ausüben wollen, dass wir hier einen Kiosk überfallen wollen, dann sollten wir nicht unbedingt den Inspektor als... Ja, als Fahrer nehmen. Das wäre ein bisschen doof. Okay. Dann fragen wir den auch noch. Ben Wrigley. Und Eric Polley. Das ist auch einer von diesen... Na, Inspektoren. Wenn ich jetzt ins Ugly Dog Hotel gehe... In mein Zimmer. Entschuldigen Sie, ein Altbrief. Werbung für der Clou. Hammer, Hammer, Hammer. Hatten wir jetzt schon zweimal. Jetzt das dritte Mal. Aber die Version hier auf HDD scheint zu funktionieren. Idee und Konzept. Ich hoffe, es gibt keinen Absturz wieder. Gut, so ein Mist, das liest sowieso keiner, steht da. Werbung für der Clou. Ist schon fast so wie Werbung für Loom in dem Spiel Monkey Island. LucasArts, die alte Ideenschmiede mit Adventures. Das hier ist ja auch nicht viel anders wie ein gutes altes LucasArts Adventure. Ja, wenn ich jetzt hier auf Planen gehe, kann ich Zielgebäude den Kiosk auswählen. Fluchtauto haben wir auch, Fiat Topolino. Und wenn ich jetzt hier Fahrer auswählen will, dann gibt es nur den Matt Stolbesand. Das sind wir. Und der Matt sagt hier, ich glaube, es gibt geeignetere als mich. Ich soll dir eigentlich mal erklären... Laut Sven, was das überhaupt für ein Spiel ist, um was es hier geht. Hätte ich vielleicht ganz am Anfang tun sollen. Habe ich versäumt, habe ich vermisst. Aber ich hole das jetzt mal nach. Man muss hier Einbrüche durchführen, planen. Leute engagieren, die anrufen. Und dann als Fahrer oder als Komplizen genau, den Taxifahrer könnte man eigentlich als Fahrer engagieren. Der kann doch eh gut fahren. Mal gucken, ob das geht. Nee, geht nicht. Beruf, ich bin Taxifahrer. Erzählen Sie mir über Ihr Auto. Können wir nicht engagieren. Aber die anderen Leute... Jack Mortard... nicht. Herbert Briggs.
Gut, jetzt haben wir die alle mal durchtelefoniert. Mal gucken, ob wir jetzt irgendeinen von diesen Leuten hier dieses Fluchtauto planen können. Als Fahrer. Nee, immer noch nicht. Die Frage ist, wo kriegen wir einen Fahrer her? Ich gehe nochmal ins Ugly Dog Hotel und von dort auf die Holland Street. Und dann Fatman's Pub. Reden. Justin White, das ist, glaube ich, die Fahrerin. Das ist die erste Frau, die wir hier treffen. Und soweit ich das in Erinnerung habe, ist das die Frau, die uns... die will nur 47%, die uns das erste Mal fährt. Also probiere ich jetzt nochmal, sie einzuplanen. Auf Planen gehen, jetzt Komplizen hinzufügen, aufnehmen. Wo ist sie? Justin White, da ist sie, Justin White. Fertig. Fahre. Und da steht sie drin, Justin White. Und tatsächlich, es hat geklappt. Sie kennt sich 43% mit Autos aus und daher sehr gut geeignet, um zu fahren. Und jetzt kann ich den Plan ausarbeiten. Hier sieht man jetzt ganz grob, wie der Einbruch vonstatten geht. Gehen. Hier hoch gehen wir. Und jetzt brauchen wir wahrscheinlich für die Tür ein... Na, was brauchen wir für die Tür? Jetzt fällt mir das gerade nicht ein. Ein Brecheisen. Genau, ein Brecheisen. Wo kriegt man das her? Ich weiß es nicht. Werkzeugladen. Benutzen. Holztür. Mit... Entweder mit Fuß oder mit Hand kann man hier auswählen. Na, dann mit Fuß. Es gibt wohl geeignetere als mich für diese Aufgabe. Na toll, dann müssen wir wohl den Plan nochmal verwerfen. Plan verwerfen. Vergessen wir den geänderten Plan. Plan ausarbeiten und fangen mit der Dame an. Person wechseln. Die soll die Tür auftreten. Genau, weil die Frauen das auch viel besser können. So, und die soll benutzen, Holztür mit Fuß. Und die sagt auch, es gibt geeignetere als mich. Na toll. Also braucht man wohl, um diese Tür aufzuknacken, einen Dritten, der mitfährt und der die Tür öffnet. Dann mit der Hand schafft sie es auch nicht. Und der Matt Stuyvesant, den wir hier spielen, der kann das auch nicht. Auch nicht mit der Hand. Genau. Jetzt haben wir einen Fahrer und uns. Und sind immer noch nicht genug. Damit Plan verwerfen. Vergessen wir den geänderten Plan. Fertig. Komplizen hinzufügen. Aufnehmen. Brauchen wir noch irgendeiner, der sich mit Türen auskennt. Also mit Öffnen von Türen. Komplizen aufnehmen. Es ist kein Platz mehr im Wagen. Oh Mann. Das ist natürlich jetzt... Ja. Das ist ein Ding. Mehr wie zwei passen nicht in den Wagen rein. So ein Fiat Tipolino ist ja auch nicht sehr groß. Fahrer haben wir, uns haben wir. Ja, dann versuche ich mal im Werkzeugladen ein Brecheisen zu bekommen. Das ist übrigens der Kiosk, den kann man beobachten. Da eine Patrouille läuft vorbei, nichts Besonderes.
Das sollte man übrigens auch machen, bevor man einen Einbruch begeht. Ich hätte den jetzt schon wieder gestartet, ohne den Kiosk zu beobachten. Ja, servus, Dark Tobi. Grüß dich. Schön, dass du zugeschaltet hast. Ja, Marzipanblume, die Musik ist für dich vielleicht nicht gerade der Renner, aber das nennt sich Blues. Und ich finde das Groove ziemlich, besonders wenn man das Spiel in den Kindheitsjahren, in Jugendjahren gespielt hat und sich da jetzt zurückerinnert dran, dann ist das schon gute Musik. Die PC-Version auf DOSBox ist übrigens wesentlich schlechtere Musik. Gehen, Taxi. Und zwar will ich jetzt in die Watling Street und dort in den Werkzeugladen. Und der ist geschlossen. Oh Mann, da muss ich warten, Vielleicht macht er ja jetzt auf. Werkzeughändler. Umsehen. Genug gesehen. Reden. Ich kaufe eine Axt, ein Hammer, Handschuh, Brecheisen. Hammer, Brecheisen. Viel Spaß bei der Arbeit. Und falls Sie andere Werkzeuge benötigen, wir bekommen laufend neue Modelle. Schauen Sie einfach vorbei. Damit haben wir für 6 Pfund ein Brecheisen gekauft. Wiedersehen und ab ins Hotelzimmer den Einbruch planen. Gehen, Hotelzimmer, planen. Plan ausarbeiten. Und los geht's mit Plan ausarbeiten. Gehen. Rüber, da hoch, benutzen, Holztür mit Brecheisen. Und schon ist offen die Tür, yeah! Reingehen, darüber, öffnen, Kasse, sie ist verschlossen. Benutze, Kasse mit Brecheisen und offen ist sie. Nehmen. Geld. Das wären 190 Pfund, die da drin liegen. Das hätte man auch nicht gewusst, wenn wir das den Kiosk nicht ausspioniert hätten. Jetzt gehe ich zum Schrank. Wertschrank mit Brecheisen. Da ist er offen. Nehmen. Zigarren. Die nehmen wir. Und das Geld, nochmal 90 Pfund. Ja, jetzt müssten wir eigentlich alles haben. Ich kann ja nochmal gucken, da ist noch ein Schrank zu sehen. Ich weiß nicht, ob das nur ein Tisch ist oder nur ein Schrank. Ne, da gibt es nichts Besonderes zu sehen. Da müssen wir jetzt raus. Zum Auto. Die hat so lange da gewartet. Und fertig. Plan ansehen. Jetzt läuft das Ganze nochmal ab, wie ich das gerade geplant habe. Da laufe ich hoch, mache die Tür auf. Da oben läuft der Sekundenzähler. Gehe zur Kasse. Mach die Kasse auf, nimm das Geld, mach den Schrank auf, nimm das Geld und die Zigarren. Guck nochmal schnell, ob da was ist, da war nichts und raus zum Auto und weg. Gut. Dann würde ich sagen, fertig. Den geänderten Plan aufbewahren. Kiosk Plan 1. Und los geht's, Einbruch starten. Wir nehmen Kiosk Plan 1. Und los geht's. Da beeilt er sich jetzt. Es
geht innerhalb von ein paar Sekunden. Festplatte ist schnell und vroom, weg sind wir. Jetzt würde man sehen, ob man verfolgt wird oder nicht. Wie erwartet hat die Polizei nichts bemerkt und wir konnten unerkannt entkommen. Das war Einbruch Nummer 1. Der Inspektor hat natürlich gemerkt, ein Einbruch wurde uns gemeldet. Und die Leute fahren dahin. Erkennungsgrad 5%, Spuren während der Arbeit 15%, wird alles so ein bisschen ausgewertet. Hier ist jemand gegangen, Ermittlung läuft. Ich fühlte mich wie Napoleon nach einem Sieg, als ob ich in der ersten Reihe bei einem Beatles-Konzert gestanden hätte. Oder ob ich Marilyn Monroe geküsst hätte. Also phänomenal. Ben Wrigley spricht. Wir haben hier einen Anruf für Sie. Einen Moment bitte, ich stelle durch. Hi Matt, ich habe von deinem letzten Coup gehört. Gut gemacht. Wir haben im Übrigen eine andere Geldquelle zur Finanzierung unseres Coups gefunden. Ist leider eine Nummer zu groß für dich. Deckname Blue Fish. Okay, ich habe verstanden. Also viel Spaß bei eurem Coup. Tschüss. Melde dich, bevor du verhungerst, Kleiner. So, das war's. Wir haben unseren ersten Einbruch gemacht. Das Spiel läuft noch, ist nicht abgestürzt. Und wie wird gespeichert? Das ist die Frage. Wie speichert man? Nun, ein kleiner Seeteufel. Mein kleiner Seeteufel. Haben wir die dummen Flick überlistet und ein Petit-Geschäft geplündert? Das ist der Inspektor. Der hat schon ein bisschen verkleidet mit einem anderen Dialekt. Mein Herr, ich bin ein ehrlicher Staatsbürger und wenn Sie nicht sofort verschwinden, rufe ich die Polizei. Mon cher, nicht aggressiv werden. Nur une petite question. Verkaufen Sie mir die, wie gesagt, die Beute. Ich zeige Ihnen, was ich habe, oder ich weiß nichts davon, wovon Sie sprechen. Natürlich das Zweite. Der gute Mann wehrte sich mit Händen und Füßen, als die Polizei ihn wegen Landstreicherei mitnahm. Inspektor Gludo glaubte wohl, ich würde ihn nicht erkennen. Achso, die Zigarren können wir in dem einen Laden in der anderen Straße noch verkaufen, bevor ich speichere. Kann ich im Hinterkopf auch überlegen, wo ich speichere, wo das nochmal funktioniert. Sie haben Geld im Wert von 280 Pfund. Ich biete Ihnen 211 Pfund. Hä? Wieso will der mein Geld, was 280 Pfund ist, abkaufen für 211 Pfund? Gut akzeptiert, das ist mir zu wenig. Ah, mach ich erstmal, das ist mir zu wenig. Oh, eine Zigarrenkiste. Ich biete Ihnen 33 Pfund. Na, das können wir annehmen. Gut akzeptiert. Wiedersehen. Okidoki. Und so wird gespeichert mit F1. Spiel speichern. Spielstand 1 leer. Müsste jetzt voll sein. Ich guck nochmal mit Spiel laden. Genau, da steht Holland. Ja, Holland ist nicht das Land. Wir sind ja hier in London. Das ist die Holland Street, ganz am Anfang. 24.02.1953, Speicherstand Nummer 1. Gut, gut, Freunde der Nacht. Kommen wir ans Ende. Und ich spiele nochmal mein Lieblingslied ab, weil ihr das doch so mögt. Schmeckt dir der Kaffee?
Er ist ein bisschen dünn, finde ich, aber der Kaffee, den du machst, ist ja sowieso ein Witz. Ich spiele auch nicht bis zum Schluss, sondern nur den Refrain. Möchtest du dein Ei? Möglichst schnell, bitte. Mutter! Ja? Mutter, ich kann nicht sehen, wie du dich abschuftest. Mach doch die Küchentür zu. Okay, das war's, Leute. Ich hüpfe vom Stream und euch viel Spaß und einen schönen Tag noch. Tschüssi!